Der Pinguin ist bekannt als ein wohlgekleideter Psychopath von Welt. Doch bevor der Pinguin zum kleinen, dicklichen Massenmörder wurde, war er Oswald Chesterfield Cobblepot. Bei der Wahl des Models war uns sofort klar, dass John dieses Gefühl perfekt einfangen könnte. Umso praktischer, dass ihr Kleiderschrank auch direkt die passenden Kleidungsstücke bot. Eine Kombination aus weißer Bluse und schwarzer Weste von H&M, gepaart mit einem Midi-Rock von Truly by Part One, ist der Business-Look perfekt, ohne auf den traditionellen Hosenanzug zurückzugreifen. Dazu werden klassische Oxfords mit Killer-Absätzen kombiniert, um ein klein wenig an Größe zu gewinnen. Die akkurat gelegte Wasserwelle ist vielleicht nichts für jeden Tag, gibt dem Look jedoch einen sehr edlen Touch, der durch den eingeschlagenen Knoten noch unterstrichen wird. Dazu werden die Haare im nassen Zustand mit den Fingern und einem feinen Kamm in Wellen gelegt und vor dem Trocknen mit Haarlack fixiert. Die restlichen Haare am Hinterkopf werden auf einer Duttrolle aufgedreht und verborgen festgesteckt. Die Accessoires sind minimalistisch mit einer dezenten Vintage-Kette und kleinen silbernen Ohrsteckern von Six. Eine stylische Melone wie diese von H&M kann den Look noch zusätzlich das gewisse Extra geben. Ein Regenschirm, der als Waffe dient, braucht man im Alltag nicht wirklich. Aber eine leuchtende Mittelstange wie bei diesem LED-Schirm von Amazon ist ein echter Hingucker und hilft in dunklen Regennächten nicht übersehen zu werden. Die Finger sind mit 002 Chin Chin aus Manhattans Birthday Color Nail Polish Limited Edition eher zurückhaltend und gepflegt lackiert. Beim Make-up hielten wir es weiterhin klassisch mit einem hellen Smoky Eye mit Grautönen aus Famous X The Leopard Eye Palette und The Big Cat Eye Palette. Die Lippen wurden mit Manhattans Perfect Creamy and Care Lipstick 60C ganz sanft betont.